Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Abarth. Wir haben einige Sachen vor uns. Es wird viel geschraubt in diesem Video. Aber als allererstes, es gibt eine neue Bestzeit. Wir waren auf dem Bilsterberg. 1:51,8. Das heißt, wir konnten uns in kleinen Schritten wieder verbessern. Dazu muss ich jetzt sagen, leider konnten wir nicht ganz so viel filmen, weil es hat das ganze Wochenende durchgehend geregnet und wir hatten genau ein Zeitfenster von 2,5 Stunden, wo es so aussah, als wenn kein Regen kommt. Da war mir das Fahren in dem Moment einfach wichtiger, als ein maximales Video rauszuholen, weil ich kann euch zum Glück auch rückwirkend erzählen, was passiert ist. Aber als allererstes blenden wir jetzt hier mal die 1:51,8 ein. Ist tatsächlich sogar eigentlich beim Einrollen passiert, weil wir hatten ja die kleine Bremse hinten drauf, die neue Ansaugbrücke und so weiter. Als allererstes kann ich sagen, mehr Ladedruck ging noch immer nicht. Es lag also nicht an der Undichtigkeit von der Ansaugbrücke, sondern da kommen wir später zu. Dann habe ich hinten die kleinere Bremse mit dem anderen Hauptbremszylinder gemacht und ich bin losgefahren und es war wirklich gefühlt so, als wenn die Hinterachse überbremst. Auch diese Runde, die 1:51,8, man sieht es vielleicht, wie human und soft ich noch bremse, weil je stärker ich gebremst habe, je mehr hat sich das Auto hinten aufgestellt und hat angefangen so zu machen. Und dann habe ich wirklich die 2 Stunden gebraucht. Ich bin extrem dankbar dafür, weil ich habe wirklich wieder extrem viel gelernt und bin einmal durch das ganze Setup gegangen. Das heißt, Einstellung, Stoßdämpfer vorne, Stoßdämpfer hinten, weiche Reifen, harte Reifen, mehr Luftdruck, weniger Luftdruck. Und irgendwann stehe ich auf einmal vor diesem Auto und denke mir so, ey, du bist jetzt 1,5 Stunden gefahren, bist zwar eine 1:51,8 gefahren, aber deine Bremse sieht hinten immer noch aus wie neu. Wie kann das sein? Also so richtig, richtig aus wie neu, ne? Es hat schon so mehr oder weniger leicht angefangen zu nieseln. Ich habe aber gesagt, pass auf, ich habe eine Idee. Es könnte tatsächlich sein, dass das Auto hinten zu wenig bremst und nicht zu viel bremst. Ich habe die Waagebalken so weit nach vorne gedreht, dass ich schon auf der Anzeige gesehen habe, ich habe hinten vielleicht 5 bis 7 bar Bremsdruck gehabt, also fast nichts, weil ich dachte, das Auto überbremst hinten. Jeder andere hat auch gedacht, das Auto überbremst, weil du bremst eine Kurve an und das Ding macht die ganze Zeit mit dem Arsch so. Extrem unangenehm. Ich habe es trotzdem über Reifen, Luftdruck und Fahrwerkseinstellung besser hinbekommen. Deswegen, ich weiß jetzt auch ganz gut, in welche Richtung man gehen muss. Deswegen bin ich dafür auch dankbar. Aber es war nicht möglich, es wegzubekommen. Deswegen habe ich dann in letzter Sekunde nochmal einfach Bremse nach maximal hinten gestellt.
Leider war passend dazu mein ABS kaputt gegangen. Das müssen wir in dem Video noch klären, warum es so ist. Vorne rechts mal wieder Sensor kaputt. Meine Vermutung ist, dass es einfach zu heiß wird. Aber egal. Bremse nach maximal hinten gestellt und siehe da, ganz anderes Auto. Wirklich. Es war tatsächlich so, dass ihm die Bremskraft auf der Hinterachse fehlt, um das Auto hinten runterzuziehen. Ergo bremst ihr hinten zu wenig. Kann das Auto genauso anfangen zu überbremsen. Es ist aber eigentlich kein Überbremsen, sondern es ist eigentlich ein Überbremsen von vorne. Das heißt, das Auto staucht sich so krass, so auf, dass die Hinterachse extrem leicht wird. So, extrem viel gelernt, weil ich weiß jetzt einfach, wie man ein Auto auslegen muss, damit das nicht passiert. Unabhängig davon, dass natürlich das Auto hinten mehr bremsen muss. Aber wenn es erst gar nicht so weit kommt, wird es am Ende umso besser funktionieren, wenn man die Bremse nach hinten dreht. Ich habe dann, wie gesagt, die Bremse radikal nach hinten gedreht und ja, bin nur ein paar Runden gefahren und sie ist so richtig schön blau geworden. Vorher sah die wirklich aus wie neu. Also hier ist es tatsächlich so, man kann sagen, der hat hinten zu wenig bremst. So, okay, ganz lange Rede. Was machen wir in diesem Video? Was habe ich gelernt? Erstens, Thema Querlenker. Fährt bombastisch. Hätte ich nicht gedacht. Also war übrigens auch ein Punkt, wo ich zwischendrin dachte, dass der fehlende Nachlauf, ihr erinnert euch mit den Querlenkern, habe ich nicht ganz so viel Nachlauf hinbekommen. Das heißt, das Federbein steht gerader und ich hatte zwischendrin die Idee, dass dieser eine Grad weniger Nachlauf dafür sorgt, dass das ganze Auto beim Bremsen über das Federbein nach vorne kippt und somit die Hinterachse leicht wird. Sonst Querlenker, keine Geräusche, kein Spiel, absolut geil zu fahren. Das heißt, wir werden in diesem Video jetzt Folgendes machen. Alles, was ich gelernt habe, werden wir jetzt umsetzen. Das heißt, ich möchte die Querlenker nochmal umbauen, dass wir mehr Nachlauf hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das in diesem Video oder im nächsten Video passieren wird, weil wir gehen auch oben ans Domlager ran. Dann möchte ich definitiv hinten eine weichere Feder verbauen auf der Hinterachse, dass das Auto beim Bremsen noch stärker hinten runtergezogen wird, weil logischerweise beim Bremsen hinten, wie bei der Handbremse, das Auto sackt ein hinten. Je härter in dem Moment die Feder ist, je weniger sackt er ein. Deswegen möchte ich da gerne eine weichere Feder reinmachen. Und als allererstes müssen wir uns mit Thema Ladedruck beschäftigen. Weil mein großes Ziel ist es, mehr Druck zu fahren, was wir bisher nicht konnten. Deswegen bleibt jetzt ein letztes Bauteil über. Das habe ich jetzt schon mal ausgebaut. Die Wastegate-Druckdose. So, hier seht ihr diese Klappe. Die regelt den Ladedruck. Das heißt, in dem Moment, wenn mein Soll-Ladedruck erreicht ist, geht die Klappe auf und die Abgase werden an der Turbine vorbei in die Downpipe geführt. Und meine Befürchtung ist es jetzt, wir haben hier die allerweichste Feder drin. In einem der ersten Prüfstandsvideos haben wir hier nämlich eine weichere Feder eingebaut, weil ich dachte, ich brauche weniger Druck in den unteren Gängen. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass ich selbst in den unteren Gängen 1,2 Bar fahre. Das heißt, eigentlich ist die Feder hier drin zu weich gewesen. Egal, meine Vermutung ist es, dass diese Feder hier durch die 1 Million Mal heiß und warm werden und auf und zu gehen, einfach an Vorspannung verloren hat. Und die Feder jetzt hier so weich ist, dass sich durch den Abgasgegendruck bei 2 Bar oder halt rein nur die Strömungsgeschwindigkeit wird hier sehr hoch sein, weil die ganzen Querschnitte relativ klein sind. Das heißt, das gleiche Volumen bei einem kleineren Querschnitt erzeugt natürlich eine Schnellströmung. Dass das vielleicht der Grund ist, warum die Klappe sich aufdrückt. So, das ist mir nämlich auch bewusst geworden, das ging früher niemals, dass man so einfach die Feder hier bewegt. Ne? Weil wir haben ihn abgedrückt, das war alles dicht. Ich weiß nicht, wo der Druck noch hingehen soll. Turbolader ist intakt, lässt sich super drehen, ist nichts dran beschädigt. Das heißt, jetzt bleibt wirklich nur noch die Variante, dass hier sich die Feder aufdrückt. Eine Sache noch, ganz viele Fragen. Hält der Turbolader? Ja, er hält. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Pärchen von Honda, dieser Stehbolzen mit dieser Mutter, muss scheinbar eine Wunderwaffe von Honda sein. Weil damit ist alles dicht. So, das heißt, M10x125 Feingewinde, hiermit ganz normal rangemacht, nichts geschweißt, keine zusätzlichen Bleche, nichts verdrahtet, so, und es ist einfach dicht. Das kann ich so nur empfehlen. Jetzt auch schon wirklich lange dicht. Die sind schon mittlerweile auch ein bisschen blau angelaufen und so, aber es ist scheinbar egal, es funktioniert einfach. Also, als allererstes gucken wir jetzt mal, wo geht diese Dose überhaupt auf. Das Ganze geht am besten, man nimmt einen Schraubstock, spannt sich das Ganze schön ein. Mit einer schönen Referenz, dass man sieht, dass es aufgeht. So, das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal so. Das Ganze ist jetzt hinten eingespannt. Das heißt, von der Theorie her, zack, sieht man, dass es sich so bewegen wird. Jetzt hier eBay, 30 Euro, kann ich nur empfehlen. Die gute Unterdruckpumpe, die kann beides. Also durch das Verschieben von dem Ring kann die einmal Unterdruck und Überdruck. Und damit machen wir jetzt einfach mal hier Druck auf das Ganze und gucken einfach mal, was passiert. Ich habe natürlich in das alte Video mal reingeguckt. Damals ist die Feder bei 0,5 Bar aufgegangen. Öffnen tut sie bei ungefähr 0,5. So, lassen wir so. Und jetzt gucken wir mal hier, was passiert.
Also gefühlt geht sie dabei schon auf. Also ja, ja. Also 0,5 uneinbar. Ist jetzt schwierig zu zeigen. Wir machen das nochmal. Also ich glaube, man hört es tatsächlich ganz gut daran, an dem, wie ich auf dem Alu kratze. Selbst wenn ich nur minimal Druck drauf mache, das heißt, wir gehen mal auf 0,2. Selbst bei 0,2 Bar schon, kratzt es schon fast nicht mehr. Das heißt, die Vorspannung ist schon fast weg. Gehe ich auf 0,3, kann ich sie schon frei drehen. 0,35 ist sie definitiv in der Luft. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, hat sich da was verändert? Das heißt, wir zerlegen die jetzt einmal und machen einfach mal. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ich habe witzigerweise von damals noch die Federn. Wir könnten jetzt auch eine andere Feder reinmachen, die noch härter ist, was auch Sinn machen würde, weil ich nicht weniger Druck fahren möchte. Aber dann fange ich an, meine ganze Ladedrucktaktung neu rauszufahren. Weil dann kann es auf einmal passieren, dass die Taktung in den unteren Gängen nicht mehr reicht, dass er in der Mitte einen zu krassen Overboost hat und so weiter. Deswegen gucken wir jetzt zur Sekunde einfach mal, was passiert, wenn wir nur die Feder ersetzen. So, am einfachsten lässt sich das Ganze wirklich immer zerlegen, wenn man die ganze Dose vorsichtig einspannt. Dann kann man einfach den Ring hier runterdrehen und zack, kann man, jetzt in dem Fall ist es nicht so schlimm, weil hier ist jetzt kaum Druck drauf, weil die Feder so schwach ist, kann man das Ganze hier einfach rausnehmen. Wir haben Glück, wir haben zufälligerweise genau die gleiche Federnummer. Ja, ich weiß, ich hatte sie damals dafür gekauft. Jetzt sieht man hier schon als allererstes, wie diese Feder da drin arbeitet. Ich bin hier einmal mit dem Finger durchgegangen und hier. So, wir haben da so Kupferspäne. Diese Kupferspäne können nur von dieser Lagerung hier kommen. Ah, und jetzt zeige ich euch gleich noch eine andere Sache. Dafür müssen wir hier aber leider einmal diese Stange lösen. So, also diese ganzen Späne. Boah. Guckt euch mal an, wie ausgeschlagen dieses Lager ist. Diese Lagerbuchse ist dafür da. Diese Stange geht natürlich dauerhaft im Betrieb rein raus. Und da wird das Ganze drauf geschmiert. So, jetzt muss ich mal einmal nachdenken. Also, warum kann das passieren? Ein Grund, warum das passieren kann, ist, dass bei unserem Turbolader die Dose nicht genau parallel zu der Klappe ist und somit die Stange, man sieht es so schon die ganze Zeit, ein bisschen schräg drückt. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, ob wir nicht hier die ganze Zeit auch eine Undichtigkeit haben, weil das Ding ist natürlich definitiv nicht mehr dicht. Weil wir haben ja eine Doppeldose. Das heißt, wir haben zwei Anschlüsse. Wir drücken einmal von oben drauf und einmal von hier drauf. Von oben, wie wir eben gerade gemacht haben, ist dafür da, um die Dose aufzumachen. Und von unten ist dafür da, um die Dose zuzudrücken. Das heißt, wir drücken hier Ladedruck drauf, um die Feder zu unterstützen. Und genau da kann jetzt natürlich auch unsere Baustelle sein. Weil wenn wir hier Ladedruck reindrücken, dann wird dieser ganze Ladedruck natürlich nicht die Feder unterstützen, sondern wird hier flöten gehen, weil er natürlich da rauszischt. So, das haben wir beim Abdrücken nicht gemerkt, weil dieses Regelventil natürlich dicht ist. Das heißt, erst ab 2 Bar, wenn das Ding anfängt, Ladedruck zu regeln oder hier zu unterstützen, pfeift das ab. Das heißt, es kann jetzt zwei Ursachen haben. Entweder ist die Feder schwächer geworden, das kontrollieren wir jetzt, oder es pfeift hier tatsächlich alles ab. Aber das werden wir gleich wissen. Neue Feder aus der Verpackung. Weil es ist extra ein Dichtring dran, dass es eigentlich dicht ist im Gehäuse. So, natürlich kann man aber die Stange in der Mitte nicht irgendwie mit dem Dichtring abdichten. Deswegen lebt das davon, dass da natürlich verhältnismäßig wenig Spiel ist. Vor allem, guck da mal rein, das ist ja nicht ein kleines Loch. So, wir können euch auch einmal das Abpfeifen zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach die Dose drauf drehe, werde ich da nämlich gar keinen Druck drauf kriegen, weil es nämlich einfach unten wegzieht. Da geht jetzt, ich fahre ja, wobei doch, ich bin zum Schluss eine 100% Taktung gefahren. Das heißt, da wird er schon gut rausschieben. Ja, das Problem ist, selbst wenn ich jetzt hier ein neues Lager reinmache, ist das natürlich keine Dauerlösung, weil das wird genauso wieder verschleißen. Das ist halt Problem. Rennsport ist immer was anderes wie Viertelmeile. Aber für Viertelmeile würde sowas nie verschleißen. Aber im Rennsport ist das halt einfach anders. An der Stelle noch einen guten Tipp, wie man sowas zusammenbaut. Geht jetzt bei der Feder, weil die echt weich ist, einfach so die Feder zusammendrücken, im Schraubstock die Stange hiergegen festmachen und schon ist das Ganze
quasi ohne Vorspannung montierbar. Jetzt müssen wir hoffen, dass es dicht ist. So, next try. Auf jeden Fall machen wir mal, was war 0,35, ne? Mhm. Ja, also bei 0,4 und ich würde sagen, es ist identisch. Ja. Also hier 0, guck mal, das sind jetzt 0,4. Bei 0,4 bin ich definitiv schon in der Luft. Ja, okay. Das heißt, ich kann meine Aussage von vorhin korrigieren. Es lag nicht an der Feder. Die Feder ist gleich stark, aber es liegt tatsächlich daran, dass er den Druck ja pustet. Theoretisch brauchen wir diese Unterkammerregelung nicht. Diese Unterkammerregelung ist dafür da, dass ich überhaupt mit dieser weichen Feder diesen hohen Ladedruck erzeugen kann. Dafür muss es natürlich dicht sein. Ich könnte jetzt natürlich auch eine viel, viel, viel härtere Feder reinmachen. Das heißt, ich sage jetzt mal so vorsichtig gesagt zwei Federn davon, dass ich bei 1 Bar bin und dann nur eine Oberkammerregelung fahren, ohne die Unterkammer. Das heißt, ich kann die Feder nicht künstlich zuziehen, sondern ich kann die Feder nur aufdrücken. Dann wäre die Undichtigkeit an der Stelle scheißegal. Würde ich jetzt auch ehrlich gesagt an der Stelle in Erwägung ziehen, dann muss ich leider auf dem Prüfstand oder irgendwo auf der Strecke den kompletten Ladedruckverlauf nochmal neu rausfahren. Aber ich bin die Baustelle los, weil das könnte jetzt halt eine fortwährende Dauerbaustelle bleiben. Weil das Problem ist, die Lagerung hier drin, eine Kolbenstange, die rein und raus gibt, die einzige Version, das abzudichten, ich wüsste jetzt so Sekunde nicht mal eine, weil selbst wenn wir einen Metallkolbenring drauf machen, hat selbst dieser Kolbenring an einer Stelle immer eine Öffnung. Das heißt, da wird immer ein bisschen abpfeifen. Einen Gummiring oder irgendwas in der Richtung, irgendwas mit Teflon oder so, ich glaube nicht, dass es dauerhaft hält. Keine Ahnung. So, muss ich mir erstmal Gedanken drum machen. Fakt ist, wir wissen, es liegt tatsächlich an dieser Undichtigkeit hier. Hoffentlich. Wir wissen es nicht, wir vermuten es. Aber so haben wir doch in diesem Video immerhin schon wieder was gezeigt. So, jetzt möchte ich euch gerne nochmal einen Punkto Gewichtsverteilung zeigen. Weil wir haben ja festgestellt, dass das Auto hinten so ausfedert, wenn er hinten nicht bremst. Was umgekehrt wiederum heißt, dass er beim Bremsen das Auto einfedert. Das heißt, das Gewicht hinten ist doch schon entscheidend. Fürs letzte Mal fahren. Woher machen wir das anders? Ich mache mal einmal kurz die Wagen an. Meine Damen und Herren, wir gehen mit 952 Kilo ins Rennen. Ich habe ein tolles neues Feature von diesem Gerät gelernt. So ein geiles Produkt. Und zwar kann ich unten auf Save klicken, kann verschiedene Saves abspeichern, auch mit dem Hinweis dazu. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe ja beim letzten Mal den Tank hier nach vorne gesetzt, weil ich der Meinung war, ich hätte das Gewicht lieber weiter außen wegen des Kippens des Autos. Ich möchte euch jetzt zur Sekunde mal zeigen, was passiert, wenn wir den Tank mit selbem Gewicht einfach nur von vorne nach hinten setzen. Was das für einen Unterschied macht von der Gewichtsverteilung schon. Also jetzt gerade haben wir 33,1% hinten. Jetzt nehme ich den Tank mal raus und stelle ihn nach ganz hinten in die Mulde. Als allererstes sehen wir, der Tank ist auf dem Boden. Der ist doch nicht ganz voll. Wiegt 12 Kilo, 952 zu 940 jetzt. Und nur das Ausbauen des Tanks hat schon 0,5% Gewichtsverteilung gebracht. Weil an dieser Stelle von dem Gewicht 9 Kilo auf der Hinterachse waren. Und 4 Kilo auf der Vorderachse. Kommt aber auch vom Hebel her hin. Hinterrad, Vorderrad. So. Das heißt, aktuell mit leerem Tank wären wir bei 32,6. Jetzt stellen wir mal hinten rein. So, jetzt stellen wir mal erstmal dahin, wo er vorher war. Wo ich ihn ursprünglich mal platziert hatte. Wir sind wieder bei 952. Aber bei 33,5 schon. Das heißt 0,4% Gewicht mehr hinten. Und jetzt guckt mal, was es ausmacht, wenn ich den nur diese 30 cm weiter nach hinten stelle. Wir haben jetzt gerade 33,5 und kommen hier nochmal 33,7. Das heißt, gegenüber dem Ursprung sind wir 0,5 bis 0,6% Gewichtsverteilung weiter hinten. Man darf da aber immer nicht vergessen, diese gleichen 0,5% hat man vorne weniger. Also man hat hinten mehr, vorne weniger, weil das Auto wiegt ja in Summe das gleiche. Und jetzt reden wir von einem leeren Tank. Wenn dieser Tank jetzt randvoll ist, können wir fast 1% Gewichtsverteilung nur über die Position des Tanks erreichen. Was mir so ein bisschen wieder zu denken gibt, dass man über die Gewichtsverteilung, glaube ich, noch viel, viel mehr holen kann. Optimalerweise 50-50. Damit wir hier auf 50-50 kommen, müsste vorne hinten gleich wiegen. Vorne wiegt 632, hinten wiegt 320. Das heißt, wir müssten nicht vorne 300 Kilo wegkriegen, sondern die Differenz aufteilen. Das heißt, die Differenz sind knappe 300 Kilo. Das heißt, wir müssten 150 Kilo von vorne nach hinten kriegen, was eine richtige Aufgabe wird.
Aber jetzt sitze ich gerade ja nicht im Auto drin. Setze ich mich ins Auto jetzt rein, werdet ihr sehen, ist die Gewichtsverteilung schon mal deutlich besser nach hinten, weil ich ja genauso wie der Tank mehr hinten als vorne sitze. Und so müssen wir uns da Stück für Stück durchtüddeln. Das heißt, um das Kapitel hier kurz abzuschließen, ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt den Tank nach ganz hinten bauen und auch nach ganz rechts, um das links-rechts auszugleichen. Weil wir haben aktuell, wobei aktuell ist gut, er ist eigentlich schon echt gut. Boah, guckt euch mal an, wie gerade der schon ist, ne? 50,7 zu 49,3. Das heißt, schiebe ich den Tank jetzt nach ganz rechts rüber, werden wir gleich. Aber bringt rein gar nichts, weil ich muss ja drin sitzen. Und ich sitze leider links, ne? So, das heißt, ich mache mal die Türen zu. Dann setze ich mich mal rein. Auf jeden Fall werde ich Folgendes tun. Tank nach ganz hinten, nach ganz rechts, weil ich der Meinung bin, dass wir dann beim Bremsen das stabilste Fahrverhalten hinbekommen werden. Und aktuell ist es tatsächlich noch so, dass ich gefühlt auf der Bremse, glaube ich, noch am meisten Zeit liegen lasse. Also es bremst schon echt gut, aber man kann es einfach nicht vergleichen mit einem M3 mit einer AP und Slicks drauf. Die Autos bremsen einfach noch mal krasser. Kurzer Radstand ist natürlich fürs Bremsen die Hölle, weil einfach der Hebel fehlt, um das Auto hinten runter zu drücken. Der will natürlich immer so machen. Ne? 1038 Kilo. Wir waren eben gerade bei 33,5 bis 6 mit mir drin. Was eigentlich das Fahrgewicht ist, sind wir bei 35,5 hinten. Also ich sitze auch definitiv mehr hinten als vorne. Und, achso, ja, das ist der eigentliche Knackpunkt. Natürlich ist links-rechts viel, viel schlechter geworden. Hm. Weil mit mir drin natürlich links-rechts nicht mehr... Ja, viel, viel würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee, ich sitze ja schon extrem weit hinten und in der Mitte. Das ist schon wirklich alles 95% ausgereizt. Aber die letzten 5%, die lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Ja. Das heißt, jetzt gerade, wenn wir links-rechts gleich sein wollen, sind wir bei 543 zu 494. Das heißt, wir müssen 50 Kilo... verschieben. Das heißt, auf der linken Seite 25 raus, rechts rein. Wir können ja mal gucken, ob wir es hinkriegen, dass ich mich so weit in der Mitte setze, dass das passt. Aber da sieht man mal gut. Guck mal, jetzt sitze ich hier in der Mitte, wie es direkt 20 Kilo gewandert ist. Ne? Mhm. Und das, obwohl ich ja, ja, der Sitz ist ja schon auch komplett auf dem Boden festgeschraubt. Also, es verteilt sich jetzt ja auch. Deswegen, ich mache mal einfach den Hardcore-Fall und setze mich jetzt hier so hin. Ja, 50,1. So, guck, jetzt sind wir 50,20 zu 5,17. Das heißt, wenn ich in der Mitte sitzen würde, würde das sogar passen. Doch noch den Mono-Sitzer-Abarth bauen hier. So, pass auf, jetzt sind wir so tief im Game drin. Jetzt komme ich mal einmal raus und ich setze mich auch einmal hinten auf die Klappe. Um euch zu zeigen, was dann passiert wird. Jawohl. Bald stehe ich auf dem Diffusor hinten und mache das Lenkrad im Kofferraum. Ich bin wirklich der Meinung, wenn ich 58 zu 42 Gewichtsverteilung hätte, würde das Auto ganz anders fahren sofort wieder. Also nochmal besser. Ich könnte wahrscheinlich wieder die große Bremse hinten draufstecken, weil die kleine überfordert wäre. Egal, das ist alles Spielerei. Wir arbeiten auf jeden Fall weiter daran, dass es immer, immer geiler wird. Und was machen wir noch? Ich würde eigentlich, wenn ich es schaffe, bis zum nächsten Mal fahren, endlich in meinem ADU den Laptimer aktivieren. So, das heißt, dieses ADU hat eigentlich eine Software dahinter, wo ich virtuell den gesamten Log von dem Fahren in diese Strecke lege. Das heißt, wir können in die Strecke, in die Mausefalle gehen und ich sehe alle Daten vom Auto. Sei es Gehkräfte, sei es gebe ich Gas, bremse ich, wie hoch ist der Bremsdruck, regelt das ABS, was macht der Motor und so weiter. Dafür braucht dieses Display allerdings GPS. Dafür habe ich schon einen Kabelbaum fertig gemacht. Ich würde sagen, gefühlt vor einem halben Jahr. So, aber diesen Kabelbaum habe ich fertig gemacht. Lasst euch nicht irritieren, warum der jetzt so fett ist. Der ist einfach nur so fett. Hier haben wir einmal die GPS-Antenne. Und das hier ist eigentlich mein gesamter CAN-Bus-Strang. Das heißt, dieses Modul kommuniziert mit dem ADU-CAN-Bus. Das heißt, CAN-Bus ist einfach eine Datenleiterschleife, wo man einfach nur CAN High, CAN Low anschließt und schon alle Daten auf diesem CAN-Bus liegen hat. Das heißt, wir haben in dem Moment auf dem CAN-Bus GPS liegen und über GPS zieht sich dann das Display quasi die Runde. Zeigt mir auch an, wie schnell ich gefahren bin, wo ich schneller bin, langsamer etc. So, ich möchte aber nicht nur das anschließen, sondern wenn ich schon mal dabei bin, CAN-Bus anzuschließen, habe ich direkt hier ein Kabel oben angemacht. Dieser ist folgendermaßen deswegen so lang, weil wir nämlich vorne links, hinten rechts und vier weitere Temperatursensoren anschließen werden. So sehen die Geräte aus. Zack. Das ist einfach nur eine Infrarotkamera. Die platzieren wir irgendwo. Zum Beispiel in dem Fall Rear Left, hinten links. Werden wir diese Kamera irgendwo im Radhaus platzieren, dass die auf den Reifen zeigt.
Und dann kann diese Kamera tatsächlich so ungefähr, ich glaube, 17 Messpunkte über die ganzen Reifen verteilt. So, hier, voll geil. So werde ich es mir im Display natürlich nicht anzeigen lassen. Das ist jetzt hier ein Reifen mit der Temperatur. Also von ganz links nach ganz rechts ist das die Reifenbreite. Rot ist logischerweise wärmer, blau ist kalt. Und so kann man sich über die ganze Reifenbreite die Temperatur während der Fahrt anzeigen lassen. Und das ist natürlich für mich einfach der nächste Step, um einfach zu lernen, was macht der Reifen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, ich kann dieses Auto nicht knallheiß rausfahren, das kriege ich einfach nicht hin. Eigentlich müsste ich wirklich in der Hot Lap rechts anhalten, draußen muss einer stehen, Temperatur messen und ich muss direkt weiterfahren. Da wir viel am Film sind, funktioniert das meistens nicht. Das heißt, ich fahre ihn schon noch eine halbe Runde kalt und bis ich dann drin bin, weiß ich nicht, die Experten unter euch werden es wissen, ich denke mal 5 bis 8 bis 10 Grad werden aus dem Reifen schon wieder raus sein, plus der Reifen passt sich von der Temperatur her logischerweise an. Weil in dem Moment, wenn keine neue Temperatur reingeht, verteilt sich die Temperatur in dem Reifen natürlich. Das heißt, ich weiß nicht, fahre ich wirklich den Reifen auf der Innenkante, auf der Außenkante etc. Man sieht natürlich viel über das Reifenbild, aber der nächste Step wird einfach sein, diese ganzen Daten auf dem Display und im Log zu haben, dass wir im Nachgang ganz genau sagen können, mit dem Sturz und dem Luftdruck, mit der Spur, mit dem Nachlauf sieht der Reifen so und so aus. Weil die Temperatur über die Reifenbreite ist das A und O, woran man einfach am meisten erkennen kann. So. Ja, das ist der nächste Step zum professionell werden. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde da vorne mal alles zerlegen, werde den Tank nach hinten machen, überlege mir, was wir mit der Feder machen und dann geht's im Video weiter. Gesagt, getan. Mal kurz hier was verkabelt. Ich hatte diesen Kabelbaum ja bereits vorbereitet. Also der Vorteil an Kennbus-Teilen, die untereinander kommunizieren, ist halt wirklich geil. Plus, Minus, Kennbus, High, Low und schon funktioniert das Ding. Allerdings, die sind wirklich kodiert, das heißt vorne links ist auch wirklich immer vorne links. Ja, auf jeden Fall, wir haben angeschlossen am Kennbus GPS und schon mal zwei Sensoren. Und siehe da, ich habe mir das Display schon mal ein bisschen eingerichtet, man sieht da schon mal ein bisschen was. Aber um euch das besser zu zeigen, habe ich mir überlegt, ich zeige euch das Ganze mal hier aus Desktop. So, das hier ist mein Display, wie ihr es gerade auch im Auto seht. Kann man das erkennen, ja? Ja. Das kann ich mir komplett frei belegen. Also hier rechts seht ihr jetzt die einzelnen, nur jetzt die Kurzfassung davon, die einzelnen Menüpunkte, die ich hier komplett einzeln reinmachen kann. Ich kann jederzeit was Neues hinzulegen. Das heißt einfach hier Add Control. So, und jetzt habe ich verschiedenste Sachen. Ich kann Gauche heißt Anzeige, Klassik Gauche, Klassikanzeige, einen Graphen, einfach nur einen Text, eine Zeit, sei es die Uhrzeit, ein Foto, Drehzahl, wie auch immer. Und dann muss man das Ganze passend bedaten. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel vorgehe mit den Sensoren, ist halt das Geile. Wir machen das anders. Wir legen mal komplett eine neue Seite an. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher. Ich kann, ich glaube, bis zu 10 Seiten mir in das Display reinmachen und die über den Schalter durchklicken. So, angenommen, wir haben jetzt eine ganz neue und ich habe jetzt gerade GPS und Reifentemperatur verknüpft, dann ist das Geile, da das alles EcoMaster-Produkte sind, liegen jetzt die Daten schon auf dem Kennbus, solange ihr es natürlich perfekt verkabelt habt. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich auf die leere Seite Add Control, Temperature Graph, bumm. So. Und jetzt seht ihr hier tatsächlich schon vorne, hinten, links, rechts. Ich habe gerade vorne links, hinten, links angeschlossen. Deswegen sind die beiden jetzt schon temperaturtechnisch leicht anders. Jetzt kann ich hier rechts diese Anzeige noch komplett konfigurieren. Also ich kann sie auf dem Display nach oben und unten schieben, links, rechts. Kann anklicken Tires oder Graphen. So kann ich es auch machen. Und hier seht ihr jetzt von links nach rechts, das sieht jetzt gerade gleich aus, das sind aber 18 Messpunkte, die der Temperatursensor kann. Jetzt gerade liegt er da einfach nur auf der Bühne, deswegen ist alles die gleiche Farbe. Praktisch später beim Fahren sehe ich aber von links nach rechts die Temperatur. Dann kann man einen Minimum- und einen Maximumwert einstellen. Also man kann sich das komplett alles so zurechttüdeln, wie man will. Jetzt kann ich hier zum Beispiel zusätzlich auch nochmal hinzumachen, damit man die Farben einschätzen kann. Color Scale, so, hier ist jetzt zum Beispiel daneben, so, wenn man da jetzt Bock drauf hat, dann sieht man hier jetzt 0 Grad bis 100 Grad, das habe ich mir jetzt eingestellt. So, und jetzt zeige ich euch, was passiert. Jetzt kann ich einfach so einen Sensor nehmen, so, und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, ich habe den Heizstrahler, ich kann nochmal anmachen. So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel, das ist die Breite von dem Heizstrahler, das ist der Winkel jetzt gerade, die der Sensor kann. Das heißt, hier links und rechts ist es jetzt gerade kälter. Und auf dem Display ist es noch viel, viel schneller. Jetzt gerade bin ich über USB mit dem Display verbunden, weil ich das Display gerade schlecht abfilmen kann. Aber da seht ihr mal. Das heißt, ich kann später beim Fahren mir den Reifen angucken. Es kann sein, dass er so aussieht.
dass ich zum Beispiel nur auf der einen Kante von dem Reifen fahre. Kann sein, dass er so aussieht. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Also da muss ich schon sagen, wenn so ein Kennbus einmal läuft, dann läuft er echt gut. Genau das gleiche habe ich mit GPS gemacht. Dadurch, dass ich jetzt in dem Display GPS habe, kann ich hier auch einen vollwertigen Laptimer reinmachen. Das heißt, der speichert mir jetzt Runde für Runde ab. Ich habe mir jetzt zum Beispiel nochmal eine andere Page schon mal fertig gemacht. So sehe ich dann zum Beispiel die ganzen Zeiten von jeder Runde, die ich gefahren bin. Da muss ich mich noch mit beschäftigen, weil ich muss jetzt einmal den Bilsterberg in diese Strecke reinladen. Also in das Display, dass ich da vernünftig mit arbeiten kann. So, jetzt habe ich aber auch durch Zufall gesehen, was auch voll geil ist. Ja, guck dir das Ding mal an. Ich vermute mal, das zeigt mir gerade an, nennt sich Predictive Time Graph. Das zeigt mir an, wie ich gerade aktuell in der Runde fahre. Rot heißt langsamer, grün heißt schneller. So okay. Sektormäßig. Das heißt, ich sehe ganz genau, ob ich die ganze Zeit die Kurven schneller, schneller, schneller war oder langsamer, langsamer, langsamer. Kann auch genauso das Teil wieder einstellen. So, das heißt, ich kann ihm zum Beispiel sagen, wie viel Sekunden ich sehen will, Verbesserungen. Weil ich werde ja niemals in manchen Bereichen eine Sekunde auf einmal schneller sein. Das heißt, man kann das hoch und runter skalieren. Dann kann man die Schriftgröße kleiner, größer machen. Man kann die Farben einstellen, man kann alles einstellen. So, ja, und am Ende, das werdet ihr in den nächsten Videos jetzt irgendwann sehen, werden wir dieses komplette Tool ausnutzen, dass wir auf dem Rechner später die Strecke haben und die Strecke somit komplett am Rechner später aufarbeiten können, dass wir beim Fahren eigentlich mehr nur die eigentlichen Fahrszenen haben und danach am Rechner sitzen und ganz genau sagen, ah, in der Kurve habe ich innen, weil im Log sehe ich nicht nur die Maximaltemperatur, sondern im Log sehe ich alle 18 Messstellen. Das heißt, ich kann ganz genau sehen, innen hat er 90 Grad gehabt, außen 78 Grad. So. Das heißt, wir können uns später im Log alles ganz genau angucken. Letzte Frage ist, wo machen wir den Sensor hin? Der muss natürlich auf die Reifen zeigen. Jetzt ist die Frage, wie empfindlich der in Sachen Steinschlägen und so weiter ist. Weil ich finde ihn ehrlich gesagt ganz geil. Hier unten drunter einfach. Weil viel besser kann er eigentlich auch einen Reifen zeigen. Ja, stimmt. Jetzt ist allerdings eine Sache, die mir eingefallen ist auch. Also A, natürlich Wasser- und Steinschläge. Keine Ahnung, ob man da vielleicht eine kleine Schutzscheibe vormacht. Ihr habt ja gesehen, wie schnell er ist. Das heißt, beim Lenken sehe ich natürlich was Falsches. Ich glaube nicht, dass das für mich als Hobbyfahrer jetzt relevant ist, ob der Reifen in der Kurve 1, 2, 3 Grad wärmer oder kälter wird. Von der Theorie her müsste ich somit natürlich von oben aufs Rad gucken, damit ich immer alles sehe. Das heißt, ich könnte mir hier oben zum Beispiel diese Schraube nehmen, da ist von hinten eine Mutter hinter, kleinen Halter machen und den hier so hinsetzen, dass er von oben auf den Reifen guckt. Ja. Weil wenn er so steht, ist egal wie ich lenke, man guckt immer passend drauf. Ne? Ja, okay. Wir sind aber immer noch nicht fertig. TurboSmart hat sich nämlich gemeldet. Es gibt tatsächlich von der Dose ein Upgrade, eine Verbesserung, damit das nicht mehr passiert. Muss ich sagen, Top Service, nur TurboSmart kontaktiert, sofort gesagt, ey, wir schicken eine neue Dose raus auf Garantie, weil so soll das natürlich nicht sein. Haben hier einen Fehler auch eingesehen. Und ich hoffe, die kommt morgen an und dann geht's weiter.